Ja, moin, ihr Lieben. Das ist der Detlef am 9.11.2021, 13.15 Uhr. Hinter mir liegen drei ganz harte, böse Wochen. Und ich jetzt endlich mal ein paar Tage für mich zu Hause habe, mich von den Strapazen erholen kann. Und das ist also auch der Grund, diese drei Wochen, die da hinter mir liegen, dass ich eure Fragen zu dieser Tourbox nicht beantworten konnte. Das möchte ich jetzt nachholen. Habe jetzt auch mal die entsprechende Seite aufgeschlagen. Am 3. Oktober habe ich die gekauft. Und was fällt mir hier auf? Kostet jetzt 169 Euro. Ich habe sie bekommen für 149. Die Preise gehen wie bei allen anderen Dingen auch exorbitant in die Höhe, manche schneller, manche langsamer, aber sie steigen. Unabhängig davon, es geht um diese Box, diese Tourbox, und da gab es Fragen wie ja, zur Bedienung, zur Programmierung etc. pp. Das möchte ich fixi foxy beantworten und möchte mal dort, wo ich jetzt mit der Maus bin, mein Augenmerk hinwerfen, meinen Fokus legen, und zwar diese Taste, weiß jetzt nicht, ob das schon so voreingestellt ist oder ob ich selber gemacht habe, ist mir einfach zu lange her. Wenn ich da drauf drücke, also auf diese Taste, öffnet sich dieses Menü oder besser gesagt dieses Anzeigefenster, wo ich ganz genau sehe, welche Taste habe ich hier belegt. Man kann ja die Tasten doppelt, also mit Doppeltklick, Dreifachklick, Einfachklick, dann Tastenkombinationen, also zwei Tasten zur gleichen Zeit drücken, und das kann man hier also alles ablesen bzw. sich anzeigen lassen. Ja, endlich mal wieder diese Ansicht. Die Konsole selber liegt jetzt hier drinne. Starte ich mal. Das ist sie. Das Gute an der Geschichte, wirklich sehr gut umgesetzt. Ich drehe jetzt einfach mal an den Drehknopf und schon springt hier oben, hier kann ich machen, aktiv der Cursor hier rein und schon kann ich die Taste belegen. Was man auf alle Fälle machen sollte, sich für jede Anwendung ein eigenes Profil anlegen. Das kann man auch entsprechend benennen. Und natürlich auch nicht vergessen, dieses Profil der jeweiligen Anwendung auch zuweisen. Das muss man tun, sonst passiert da gar nichts. Denke ich mal, ist bei einigen passiert und deswegen kamen auch diese Fragen auf. Also unbedingt das Profil mit der Anwendung verknüpfen und dann werden auch die Tasten aktiv, sobald man die Anwendung aktiv auch startet oder aktiv hat und sich mit dem Cursor aktuell in der Anwendung bewegt. Dann schaltet automatisch die Tourbox um in das jeweilige Profil und man hat entsprechend diese Tasten dann zur Verfügung. Genauso passiert das ja auch mit meiner Rockcat Maus. Da kann ich mir auch Profile anlegen, Tasten entsprechend belegen und dann jedes Mal, wenn ich in das Programm reingehe, ändert sich das Profil. Ich fahre das mal ganz kurz, mache das mal ganz kurz, und jetzt groß in die Anwendung jetzt rein zu schauen, mal horchen. Profile 5. Profile 4. Profile 1. Sagt mir also auch dieses Programm, ihr habt es gehört, ein bisschen leise allerdings, habe ich ein bisschen leiser gestellt. Sagt mir also das Programm akustisch auch, teilt mir das Programm mit, dass ich jetzt die Anwendung geändert habe, in welchem aktuellen Profil ich bin. Und sollte man auch entsprechend abwarten, bis das Programm umgeschalten hat, damit ich die jeweiligen Tasten zur Verfügung habe. Gut, schließe ich jetzt mal die Konsole und gehe jetzt mal auf die einzelnen Programme ein. Warum ich die Tourbox gekauft habe, war natürlich
3D Studio Paint. Wenn ich also nicht an meinem großen Rechner sitze, am Grafiktablett, nee, am Grafikdisplay, wo ich ja mit dem Stift genau oder live auf dem Display zeichnen kann, da habe ich auch eine Fernbedienung dazu, mit dem ich dieses Display bedienen kann, Tastenkombination drauflegen kann. Leider funktionieren die Fernbedienungen mit dem Laptop nicht. Und wenn ich also am Laptop mit dem Clip Studio Paint male, habe da mein mobiles Grafiktablett dran, dann ist das ein bisschen umständlich mit der Tastenkombination. Deswegen hier die Tourbox, habe ich schon mal gezeigt im vorangegangenen Video. Da kann ich also wunderbar die Tourbox mit dem Clip Studio Paint bedienen. Hauptaugenmerk liegt da natürlich Dokument drehen. Das erleichtert mir das Zeichnen da wesentlich. Gut. Jetzt zu diesen Spielereien hier. Da schalte ich mal rum in dieses 3D Modellbahn Studio. Hier funktioniert die Tourbox exzellent. Wunderbar. Ich bin jetzt hier im 2D-Modus. Da geht also nur nach rechts und nach links. Und mit der Maus, die ich ja mit der rechten Hand bediene, kann ich hier wunderbar zoomen. So. Jetzt schalte ich mal um ins 3D-Fenster. Oder bevor ich das mache, erkläre ich mal ganz kurz, wie ich zu dieser Anwendung gekommen bin. Und zwar, ich war ja viel unterwegs in Deutschland. Viele Jahre nur in Hotels übernachtet und da kommt man abends mitunter auf ganz schräge Ideen, schräge Gedanken. Und da fiel mir einfach mal ein, dass man ja heute bei Modellbahnbau eben vieles oder fast alles digital machen kann. Von der Zugsteuerung oder überhaupt die gesamte Anlagensteuerung. Alles analog, Leuchtung und andere Animationen. Das war für mich ein spannendes Thema, weil die Möglichkeiten, wie man das programmiert und so weiter, das hat mich schon sehr, sehr stark interessiert. Und da dachte ich mir, okay, baust du mal so eine Anlage. Ja, und was ist die Basis aller Anlagen? Der Gleisplan. Und da schalte ich mal um in dieses Gleisplanmodul, habe auch vorher im Internet mich umgeschaut, was gibt es da für kostenlose Programme, um da einen Gleisplan zu erstellen. Das hat alles mehr oder weniger gut funktioniert. Aber dieses Programm hier war das, wo es mir am einfachsten von der Bedienung her erschien und wo ich jedes Gleis, was ich hier verlegt habe, eine Nummer habe. Hier zeige ich es mal. Hier diese Kurve hier, dieser Kreisbogen hat hier eine Nummer. Wenn ich also diesen Gleisplan hier fertig habe, kann ich über Extras eine Stückliste generieren. Das heißt also, alle Gleise, die ich hier verlegt habe, alle Weichen und ja, alle Weichen, alle Gleise, gerade oder gebogen, die werden hier also dann aufgezeigt. Hier nehmen wir mal als erstes das Beispiel, die 1110, habe ich 18 Stück verbaut. Und hier zeigt er sogar noch ganz spezielle Angaben. Und mit dieser Stückliste könnte ich also zum Händler gehen, ihm die Liste geben und sagen, hier brauche ich. Und dann stellt er mir das Paket zusammen. Ja, und dann kann ich meine Anlage bauen. Ja, habe ich mal gemacht. Stückliste generiert, nachdem ich eine Anlage. Das hier ist er natürlich nicht. Ich hatte da eine andere Anlage konstruiert. Und ja, kamen entsprechend viele Gleise zusammen. Noch kein Rollmaterial, keine Immobilien, gar nichts. Keine Landschaftsgestaltung, keine Bäumchen, nichts. Nur die reinen Gleise. Habe bei einem Online-Händler mal geschaut, was es dann kosten würde. Ja, und da war ich schon bei über 2000 Euro, nur für die Gleise. Und damit war das Thema eigentlich für mich gegessen. Es wird nie zu einer realistischen Anlage kommen. Wobei das ein spannendes, wirklich ein spannendes Thema ist, die ganze Programmierung. Aber das kann ich also auch mit solchen virtuellen Sachen machen. Kann da auch Landschaften gestalten und so weiter. Ja, demzufolge bin ich bei diesem Programm geblieben.
Und hier in diesem Falle ist das das 3D-Modellbahnstudio Nummer 7. Bis zu einer begrenzten Anzahl an Elementen, die man hier verbaut, ist das Programm kostenlos. Und wenn man diese Begrenzung überschreitet, dann lässt sich die Anlage nicht mehr abspeichern. Dann muss man das kaufen. Das ist auch nicht so teuer. Und dann, ja, hat man das Programm unbegrenzt zur Verfügung. Jetzt schalte ich mal rum in den 3D-Modus. Und jetzt komme ich auch zur Tourbox. Hiermit kann ich mit der Tourbox schön schwenken. Dann hier in der Geraden, nach rechts und nach links. Und ganz toll auch hier schwenken. Wunderbar. Was natürlich jetzt auffällt. Ich fahre mal jetzt hier auf den Panzer. Ja, das sieht man ganz deutlich. Die Grafik ist hier einfach nicht so toll. Und der Panzer ist bloß ein Beispiel. Die anderen Beispiele sind, ja, Immobilien, hier wie dieses Haus. Also das ist also von der Grafik her nicht so dolle. So, auch die Fahrzeuge. Wo haben wir denn mal eins? Ich könnte ja die Anlage mal mal starten. Und die Fahrzeuge, hier sieht man noch schnell ein Polizeiauto, die Scheinwerfer, nicht so dolle. Und hier die Fahrzeuge selber, alles so ein bisschen klotzig und grobkörnig. Also, das ist ja nun auch nicht die Intention. Was der wahre Grund ist oder gewesen ist, habe ich ja gerade gezeigt, die Gleispläne und so weiter. Letzten Endes kann man das damit machen und man kann auch ja, seinen Spieltrieb hier ein bisschen freien Lauf lassen und hier Gelände gestalten. Das ist allerdings jetzt nicht unbedingt eine schöne Anlage. Das ist nur für Demo-Zwecke zum Experimentieren. Ja. Und wenn ich jetzt beim Experimentieren bin, fahre ich mal hier rüber. Da stecken also überall noch so ein paar Sachen, die wirklich nur zur Funktionsprobe dienen. Funktionsprobe. Nehmen wir mal den Bus hier. Ja. Es gibt ja noch ein anderes Programm. Das muss ich jetzt nochmal ganz kurz einarbeiten hier oder einfließen lassen. Das ist dieses Programm hier. Das ist EEP Eisenbahn-Exe. Ja, da sieht die Grafik wesentlich besser aus. Allerdings ist das mit der Tourbox hier nicht so toll umsetzbar. Also das hat was mit dem Programm zu tun. Und ja, allerdings hier die Grafik besser. Starte ich mal, dass es auch Bewegung hat. Warum ich das jetzt zeige? A, um zu demonstrieren oder zu beweisen, dass die Grafik hier deutlich besser ist. Allerdings gibt es ja immer noch, fängt das mitunter an zu ruckeln. Hier oben sehe ich die Framerate, die liegt jetzt gerade mal bei 34, 38 Frames pro Sekunde. Wenn ich jetzt weiter weggehe, habe also nicht jetzt so die Details, gehe die Framerate ein bisschen höher, gehe ich, ups, jetzt bin ich ganz aus dem Programm raus, toll, gehe ich ein bisschen näher. Ja, jetzt gesehen durch diesen Ausrutscher, die Navigation ist hier schwierig. Wenn es hätte denn mit der Tourbox besser geklappt, wäre das natürlich toll. Jetzt stoppe ich mal hier das Ding, um zu zeigen, wo ich jetzt hier eigentlich hin will. Bei diesen Fahrzeugen, darum geht es mir jetzt eigentlich, habe ich jetzt hier sichtbar den Lokführer. Ja. Der ist vom Programmierer vorgegeben. Das Einzige, was ich mit dem machen kann, den mal stoppen, damit man das sieht. Ja, ich setze den mal auf 0. So, jetzt steht er. Ja. Und jetzt habe ich nur die Möglichkeit, mit dem Zugführer über die Achsensteuerung
auszublenden oder einzublenden. Ausgeblendet mache ich jetzt, fort ist er, dann wieder rein. Das gleiche mit den Fahrgästen. Wo sind sie? Ich sehe es gar keine. Fahrgäste. Ja, wo sind sie denn hin? Keiner verlässt. Keiner verlässt den Raum. Vorführeffekt. Sehe ich gar nicht. Ah ja, hier sind sie doch. Hier ist er doch. Zündnase. Also wie man sieht, jetzt müsste er eigentlich verschwinden hier, der Bruder. Ja, weiß nicht. Jetzt ist er weg und jetzt ist er da. Nur die zwei Möglichkeiten gibt es. Also an oder aus. Mehr nicht. Ich kann also jetzt hier nicht die Belegung der Sitzplätze einstellen. Dass es da auch welche gibt, die da stehen oder so. Das geht hier bei diesem Programm nicht. Naja, schalte ich jetzt mal um. Und nehme mir jetzt hier mal einen unbesetzten Bus. Der jetzt nun wieder leider von der Grafik her nicht ganz so dolle ist. Ich hatte es ja gesagt. Jedes Programm hat eben so seine Stärken, seine Schwächen. Allerdings, was ich jetzt hier gut finde. Hier kann ich den Bus mit Fahrgästen und Fahrer bestücken, wie mir das gefällt. Und das mache ich mal ganz kurz. Gehe hier mal in den Online-Katalog, hier unter Menschen und nehme jetzt hier einfach mal hier so einen sitzenden Menschen raus, drehe den mir an die Position, kann ich über die Koordinaten machen, kann das hier über den Gizmo machen, heißt der hier Gizmo. Ja, Gizmo. In anderen Programmen heißt dieses Ding hier, mit dem man also sein Objekt drehen, schwenken, kippen und so weiter kann. Hier heißt er Gumba. Und ich gebe jetzt hier mal ein minus 180. Jo. Was ich natürlich nicht machen sollte, wenn ich jetzt hier gerade in so einer Eingabemaske bin, jetzt hier an der Torbox drehen oder klicken, weil was passiert, mache ich mal, ich drehe mal an dem Rädchen und dann gibt er eben entsprechend die Befehle an die Eingabemaske. Also schnell zurück auf 180 Grad, Höhe mache ich jetzt alles mal manuell, da muss ich also jetzt hier so eine Achse von dem Gizmo greifen, kann ich den also in der Höhe bewegen, ich kann den kippen, ich kann den in alle Koordinaten verschieben. Und jetzt schiebe ich den mal rein. So. Hier stimmt natürlich noch nicht. Auch mit dir. Wieder ein bisschen raus. So, sitzt halbwegs. Ja, kann ich jetzt wunderbar navigieren hier. Da muss noch ein kleines Stück nach rechts. Ja. Gut. Und jetzt. Jetzt habe ich ihn sitzen. Genauso kann ich das mit den Fahrgästen machen. Ich kann jetzt hier stehende Fahrgäste hier reinsetzen, sitzende Fahrgäste, Menge, vollkommen wurscht, so viel wie reinpassen. Ne? Ja, und was mache ich jetzt, damit dieser Fahrer hier auch mit dem Bus mitfährt? Jetzt im Moment habe ich noch nichts getan. Was würde passieren, wenn der Bus jetzt losfährt, würde der das Männle, was ich jetzt hier reingesetzt hätte, habe, in der Position stehen bleiben. Er würde also mit dem Bus nicht mitfahren. Also, jetzt das Männle anklicken und jetzt fahre ich mal mit der Maus. Ich wackle mal, damit ihr alles seht, wo ich mit dem Mauszeiger bin. Fahre ich jetzt also hier runter an das Kettenglied und verbinde den. Hier kommt auch nochmal so ein Hinweisfenster, was ich machen soll, auf welchen Befehl er wartet. Ich soll also jetzt das Objekt anklicken, mit dem der Fahrer verbunden werden soll. Klicke ich also den Bus an und wenn ich jetzt den Bus mal in Bewegung setze, mache ich mal ganz langsam, so 2 km/h, siehe da, fährt der Busfahrer mit. Und jetzt demonstriere ich mal ganz kurz,
was passiert, wenn ich das eben jetzt nicht verknüpft hätte. Ich hebe mal die Verknüpfung auf und fahre den Bus jetzt wieder mit 2 km/h vor. Na komm. Wo bin ich jetzt? Habe ich was anderes angeklickt? Jetzt habe ich aus Versehen die Platte angeklickt. Das will ich natürlich nicht. Jetzt, ja. Jetzt habe ich den Baum hier im Visier. Ist auch nicht so toll. Also jedes Programm hat irgendwie so seine Eigenheiten. Wenn da ein Gegenstand irgendwie so eingestellt ist, dass er magnetischer ist, dann erwische ich den. Also Verknüpfung aufheben und jetzt den Bus in Bewegung setzen. So, jetzt haben wir es endlich. Manchmal sind solche Sachen eben fummelig. Da mehrt man. Also immer gut zwischenspeichern die Ergebnisse, damit man immer wieder schnell zurücksetzen kann oder was auch immer. Ja, jetzt sieht man das. So passiert's. Und genau diese Funktion hätte ich mir jetzt Animation mal kurz stoppen. Hätte ich mir jetzt bei EEP gewünscht. Leider geht das nicht. Und wenn man... Wo gehe ich jetzt mal hin? Wo ist denn hier mein lustiger Busbahnhof? Hier unten irgendwo. Ja, da ist er. Ich starte mal die Anlage wieder. Irgendwo kommt dann mal hier ein Bus. Mal ein bisschen schneller. Hier sieht man sogar die Bäume wackeln, ne? Da ist er. Das war schon ein bisschen langsam hier. Hier haben wir ihn. Stoppe ich mal die Anlage. Klicke mal auf den Bus und setze den mal von der Fahrgeschwindigkeit her auf 0. So, damit er mich ja nicht wegrennt. Ja, jetzt geschieht also alles nur über die vom Konstrukteur festgelegte Achsensteuerung. Wenn ich jetzt mal auf die Achsensteuerung gehe, Fahrer ist schon angeklickt, wie ich das vorhin schon mal bei der S-Bahn gezeigt habe, gibt es nur die beiden Stellmöglichkeiten, entweder, wie jetzt in dem Falle, Fahrer unsichtbar oder Fahrer sichtbar. Mehr geht nicht. Was jetzt hier noch geht, die Fahrgäste, gleiches Prinzip, unsichtbar, jetzt ist sichtbar, wie man sieht, da sitzen 2 Nasen drin oder 3 Nasen, 4 Nasen. 4 Nasen. Also wenn ich jetzt realistischer wäre, jetzt ein paar Stehplätze vielleicht noch oder alle Sitze zu belegen, geht leider nicht. So. Schade. Türen vorn. Machen wir mal auf. Die Tür auf. Kann man alles mit Kontaktpunkten auf der Straße festlegen. Bus fährt in Bushaltestelle. Bleibt stehen. Vielleicht noch Warnblinkanlage an, in Türen öffnen. Ja, und dann hört es eigentlich schon auf. Ne? Ganz verrückte Typen gibt es da, die legen da eine unsichtbare Straße rein, lassen Fahrgäste reinlaufen und die dann unsichtbar werden. Und ja, dann geht die Tür zu und dann Warnblinkanlage aus. Bus fährt rein. Ja. Bei manchen gibt es auch, dass man hier das Fahrziel festlegen kann. Ja, hier wie in dem Falle. Na komm her, Sonder, komm, das ist auch nicht so besonders umgesetzt. Leipzig Hauptbahnhof. Ja. Und bei einigen Fahrzeugen kann man auch das Fahrziel dann selber. Da muss man also eine Teiltextur hier einsetzen. Gut, okay. Jetzt habe ich eigentlich mal stoppen, damit meine Ressourcen hier wieder freigegeben werden. Jetzt habe ich eigentlich viel zu viel über die Anlagen selber erzählt. Tourbox, obwohl, Frage beantwortet, ne? Dieses Knöpfchen noch einmal, ich wiederhole es einfach noch einmal, drücke ich drauf
Oh, jetzt war es bloß ein kurzer Klick. Hat das was damit zu tun, dass das Ding an ist hier? Ne, da öffnet die sich sogar. Drücke ich länger drauf. Na komm her, Vorführeffekt. Drücke ich länger drauf. Dann wird die Tastenbelegung sichtbar. Nochmal ein Klick, ist er weg. Und hier konfigurieren. Gut. Komme ich jetzt zum Ende. War wieder ein langes Video. Gut, okay. Frage wäre jetzt sicher schneller beantwortet gewesen. Aber ich hoffe, ich habe sie beantwortet. Ihr seid zufrieden. Wenn nicht, teilt mir das mit. Dann höre ich nochmal nachbessern. Das war der Detlef am 9.11.2021. Ich wünsche euch alles Gute. Kommt gut durch die Zeit. Bleibt gesund. Wenn nicht, dann werdet gesund. Wenn ihr das nicht seid, werdet gesund und dann bleibt da. Ja, wünsche euch alles Gute, der Detlef und tschüss.